Das evangelische Seniorenzentrum Bethesda öffnete im Sommer 2012 seine Pforten. In dem modernen Neubau leben in 8 Hausgemeinschaften je 12 Bewohner zusammen. Mittelpunkt und Ansprechpartnerin der Senioren vom Seehof ist Alltagsbegleiterin Doris Kruno. Dann können Sie jetzt mal Ihren Saft trinken, wenn Sie möchten. Liebevoll kümmert sich Doris Kruno um die Bewohner. Kosten Sie mal. Schmeckt's? Ist doch gut, ja. Na, dann ist ja gut. Herr Bobermin, alles okay? Ja. Bett haben Sie schon gemacht? Ich nicht. Wer denn? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Sie auch nicht? Nee. Ich habe hier jetzt 11 Leute zu versorgen. Also so, ich bin dann so um 10:45 fertig mit der Versorgung. Naja, wir hören ja auch viele Sachen halt dazu. Wegen Fingernägel gucken und so auch, ja, Wundbeschreibung und so schauen mal, wo was ist und so. Es braucht viel Zeit. Ob Getränke reichen oder andere Hilfestellungen, die Alltagsbegleiterin muss jeden Schritt dokumentieren. Das ist der Nachweis, was man an den Bewohnern alles gemacht hat. Wichtig ist es auch, denn, dass man auch einträgt, was so an Getränke ist, ne? Um nachzuweisen, was sie getrunken haben. Und manche haben auch ein Essenprotokoll, die Körperpflege zum Beispiel auch, ist ganz wichtig. So, die erste Runde ist fertig. Die Leiterin des Seniorenzentrums, Christine Gerdun, ist für den gesamten Ablauf in der Einrichtung und die Einhaltung der gesetzlich geforderten Vorschriften zuständig. Im Leben der Hausbewohner spielt dies aber keine Rolle. Wir möchten, dass der Alltag des Bewohners im Vordergrund steht, nicht nur seine Defizite, die er hat. Der möchte ja nicht immer an sein Leiden erinnert werden, warum er hier ist. Ja. Der möchte ein ganz normales Leben hier noch führen. Und da geben wir uns größte Mühe, das zu machen. Alltagsbegleiter ist kein Ausbildungsberuf. Der LAFIN mit seinen Diensten für Menschen im Alltag qualifiziert Mitarbeiter mit je 600 Unterrichtsstunden entsprechend. Es ist ein guter Einstieg für die Pflege. Ja, viele wollen dann doch nochmal berufsbegleitend Fachkraft werden und sehen, dass der Umgang mit Senioren Spaß macht, sinnstiftender Beruf ist. Ja, und dass es auch ein sicherer Beruf ist, so mit Karrierechancen. Man muss es einfach so sagen. Die Verantwortung ist hoch, auch wenn Alltagsbegleiter keine medizinische Versorgung leisten. Waschen, anziehen, Essen kochen und reichen sowie die individuellen Besonderheiten der älteren Menschen zu verstehen, gehört zum Alltag. Ja. Machen Sie mal die Augen auf. Ihr probiert es einfach. Hat er die Pudding aufgegessen, weißt du? Ah, ja. Mit Augen zu, ja. Ja, er hat. Manchmal will er die Augen nicht aufmachen, will er uns nicht sehen, dann ist es so. Bitte schön. Neben den Haushaltspflichten ist die Kommunikation sehr wichtig. Die Alltagsbegleiterin ist Teil des Lebens in der Seniorengemeinschaft von Bethesda. Ein wenig Erholung in der Mittagspause tut da gut. Menschliche Nähe und Wärme spielen in diesem Beruf eine große Rolle. Alltagsbegleiterin Doris Kruno hat da ihre ganz eigenen Erfahrungen gemacht. Das erste Jahr, wo ich hier angefangen habe, habe ich mir das auch nicht so getraut, habe ich dann immer Handschuhe angehabt und so. Aber ich war einmal im Krankenhaus und wurde dann mit 2 Gummihandschuhen angefasst. Und da habe ich so bei mir gedacht, wie müssen sich jetzt die Alten fühlen, wenn sie einfach nur immer Gummihandschuhe anhaben. Das ist furchtbar. Und bei den Berührern gucke ich da mal ganz vorsichtig so ein bisschen. Man muss ihnen nicht sagen, sie haben schmutzige Finger. Ja, ich habe schon eher gesagt, warum sind die früher mal auf der Straße gegangen? Das habe ich sie früher ja auch abgefangen. Er wollte mich heiraten. Wie Doris Kruno sind viele Alltagsbegleiter nicht mehr aus dem Leben des Seniorenzentrums wegzudenken. Und was es mir eigentlich gibt, ja, eigentlich ein Gefühl, man tut was Gutes eigentlich, oder? So Zufriedenheit. Und diese Zufriedenheit gibt sie jeden Tag weiter an ihre Mitmenschen.